Und damit, Ladies and Gentlemen, Boys and Girls und ihr alle anderen der Dost des Kapitels des Dämonikons, heiße ich euch herzlich willkommen mal wieder zu einem kleinen Game Dev Stream. Da freue ich mich schon drauf. Wir haben ja gestern gut was erreicht hier. Oh, Entschuldigung, ihr seht ja natürlich noch nichts. Moment. Ich will mal kurz gucken. Wow. So. Öffnen. Das Spiel natürlich. So. So. Es geht um Folgendes. Gestern habe ich ja noch die Abstellkammer gemacht. Habe den Speicherpunkt noch gesetzt und dann haben wir ja Schluss gemacht. So. Ich habe vorhin mal die Chance ergriffen. Und hab mal nachgeschaut, wie man einen verdammten Lichtkegel erstellt. Oh, das will mir null gefallen. Mit diesem Lichtkegel. Man muss nämlich... wo haben wir's? Datenbank. Ein allgemeines Event nämlich machen. Paralleler Prozess mit Bedienungsschalter, der Event inhalten, man muss mit Bildern arbeiten. Oh, das ist grauenhaft. So. Genau. Ich muss nur noch irgendwie herausfinden, wie ich die Lampe zum Laufen bringen kann. Ja, bitte die Lampe mitnehmen, sonst kommt man nicht weiter. So. Okay, gut. Ach, Maus. Dass die Maus immer so blöd blinken muss. Ich überprüfe jetzt erstmal hier natürlich, nicht, dass ich irgendwo dagegen klatsch. Also im Sinne von, aber alles gut. Okay, okay. Alles gut. Perfekt. Gut. Sehr schön. Schließen. Ich sagte schließen. So. Gut. Abstellkammer hätten wir. Und die nächste Map, die ich dann jetzt erstellen möchte, über die Eingangshalle, ist nämlich hier. Eine neue Karte. Quatsch. 25x20, okay. Da werde ich jetzt mal gucken. Eine neue Karte in Räume. Dann nehmen wir auch wieder 25. Wobei, nee, kommt, wir nehmen 30x20. Und das ist Speisesaal. Und natürlich soll es auch angezeigt werden. So. Na? Erstmal Smapping. So. Genau, das war ja halt hier. So.
Okay, auf der Ebene. Aha. So. Dann braucht der Raum natürlich noch das. Dann natürlich sollte Raum einen riesigen Teppich haben. So, das hier wird der Küchenbereich. Sieht gar nicht mal so schlecht aus, würde ich mal behaupten. So. So. Dann brauchen wir eine Reihe, eine lange Reihe von Tischen. Das sehe ich jetzt schon, dass das nicht Dingens ist. Ha! Aber so. So. Ich bin faul, deswegen mache ich das gleich so. So. Zack und zack. Und noch eine Verschlusslücke ist vorbei. So. Machen wir das mal so. Hin. Ich weiß halt nur nicht, ob ich hier Holzstühle. Bei. Doch, passt eigentlich. Wobei das, ich will jetzt nicht sagen, grottig aussieht. Uff, nee, das sieht so voll aus. Wunderbar.
So, dann will ich jetzt nämlich was testen. Das hier sieht halt grottig aus. Ups, das wollte ich eher weniger, aber das wollte ich so. Perfekt. Dann hätte ich die Küche oder den Speisesaal mit Küche. Machen wir das so. Sieht doch einigermaßen vernünftig aus. Aber hier jetzt einen Teppich zu legen, das ist Bockmist. Oder was ist Bockmist? Das sieht schrecklich aus. Gut, kann ich ja mal so lassen. Nun gut, immerhin. Macht's gute Fortschritte. So. Halt hier. Event. Event bearbeiten. Dann will ich das mal so versuchen. Der Sound. Nachspieler teleportieren. Boah, das ist die S-Bahn. Ich dachte gerade, was zischt das so laut? Das war hier gerade richtig creepy. So, aber was ich wollte, ist hier. Spieler teleportieren in den Speisesaal. Okay. Übernehmen. Natürlich auf 40. So. Einfügen. Ist ein Soundeffekt. Close. One.
So. Gut. So, ich bin natürlich faul. Wupp. Eingangshalle. Dieses Event kopieren. Für hier. Kopieren das Event. Wenn das mal hier. Event bearbeiten. Utensilien. Passt das überhaupt? Knapp. Pfannen und Töpfe. Dun 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 dun. So. Zack und zack. So. Auf Spielerebene. Ich muss immer checken, habe ich auf Spielebene. Ansonsten wird das nämlich nichts. Inside Event. Okay. So. Kopieren. Hier einfügen. Weg damit. Und einfügen. So. Ich bin faul. Nicht vergessen. Machen das so. Kiste. Kiste. Füllen. Kartoffeln. Wie schaut's aus? Na toll. So. So. Okay. Übernehmen. Okay. Halt. Auf Spielebene. So. So, dann. Was könnte in dem Sack drin sein? Sack ist voll mit verdorbenem Getreide. Getreide. Okay. Übernehmen. Na.
eine Das ist eine Kiste. Ich kann sie nicht öffnen. Perfekt. So. Einfügen. Bedienung abfragen. Charakter schaut nach oben. Okay. Buchregal stehen verschiedene Koch- und Bücher. Verschiedene Bücher mit Koch- und Backrezepten. So. Bitte, bitte, bitte. Jawohl. So. Da liegen ein paar Säcke. Ich kann nichts Interessantes entdecken. Passt das? Ganz knapp. Klasse. Damit hätte ich auch den Speisesaal fertig. Zum Speisesaal möchte ich eine neue Karte erstellen. Zwanzig vielleicht? Na. Ich weiß noch nicht, wie ich die Map nenne. So.
Es sieht nicht schlecht aus. So, perfekt. Gut. Dann schauen wir mal, was gibt es denn hier noch? Ich hab's. Naja, mehr oder weniger. Erstmal mache ich hier dicht. So. Ha, perfekt. Vielleicht hätte ich noch ein bisschen weiter in die Breite gehen sollen. Oder aber... Ich verschiebe das Ganze mal etwas weiter rüber. Knall ich hier hin. So, perfekt. Perfekt. Sehr schön. So stelle ich mir das vor. Naja, mehr oder weniger. Dann machen wir das noch so. Und so. Dann, was brauche ich?
Klasse. Allerdings will ich, dass man nur da über die Treppen raufkommt. Habe ich vielleicht nicht irgendwie einen Steinzaun? Oder irgendwie sowas wie eine Säule. Nicht eine Säule, aber einen Steinzaun. Ich habe keine Ahnung, was das hier sein soll. Oh. Das wäre natürlich die einfachste Methode. Sieht aber grottig aus. But hey, who am I, who judge or blame? Nach dem Motto. Kann damit leben. So. Karteneinstellung. Ah, wie nennt man die, so einen Raum? Schlachterraum? Wo halt Schweine und so weiter geschlachtet werden. Ein Kühlraum eher weniger. Okay. Hier ein Event. Auf Spielerebene natürlich hier. Kann mal gucken, ob ich vielleicht irgendwie was finde. Aber ich glaube eher weniger. Nee. Nee, 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 nee. Leider nicht. Insane. So, mache ich mal 6 daraus, denn jetzt. Nee. Nope. Nope, nope, nope. So wird das nix.
Okay. Übernehmen. Okay. Ich brauche jetzt ein... Ohren bleiben, Augenbrauen. Die Augen. Nope. Ja gut, gehe ich mal damit. Charakter speichern. Nennen wir mal. Wie können wir den dann? Komm, Rasputin. Gesicht speichern. So, und schließen. Mein Ziel ist es nämlich, hier hinzukommen. Hier so hoch entlang. Und hier will ich dann ein Event haben, wo dann eine Fluchtsequenz beginnt. Das ist nämlich das Ziel dahinter. Und mal schauen, wie das dann klappt. Aber ich brauche hier noch einen Teleporter. Fertig, Event Teleport. Der führt in den Schlachterraum. Na. Okay, übernehmen. So. So. Teleport.
Allerdings wird er bearbeitet. So. Okay. So. Machen wir das mal lieber so. Das hier wird eine Berührung durch den Spieler. Dass es keinen besseren Blumenstrauß gibt, naja. Oder Zimmerpflanzen. So. So. Machen wir das so. Vor allem will ich hier gerade mal noch mal was testen. Aha. So, das sieht doch schon viel besser aus. Oder so. So, natürlich erstmal speichern. Dann sollte ich vielleicht noch ein Event für die Pflanzen erstellen. Einfügen. So. Wie war das? N 1 Doppelpunkt. Eine normale Genau. Auf Spielebene übernehmen. Okay. So, und das Event, weil ich faul bin, einfach copy-pasten. Wunderbar. So. Lehrer Briefumschlag.
mitnehmen. Okay. So, damit hätte ich das. Speichern. Neues Event. Fluchtszene. Unter Spielebene Berührung durch Spieler. Timing. Kurz warten. Einfügen. Bewegungsroute einstellen. Geschwindigkeit ändern. Schritt rechts, Geschwindigkeit ändern. Nochmal nach rechts. Ich warte nicht, bis es abgeschlossen ist. So, jetzt muss ich aber mit Dings arbeiten. Mit einer Geschwindigkeit. Aktiviert das Sensor für Geld. Nein, warte eine Viertelsekunde. Ach, ich muss jetzt.
Wow, dabei habe ich mich gemutet. Danke, Mokai, und schönen Nachmittag wünsche ich dir. Danke, dass du vorbeigeschaut und so weit Bescheid gesagt hast. Wow, ich fasle die ganze Zeit und wow. So. Ich hoffe, dir geht's aber gut. So. Hier machen wir wieder normal. Ich will rückwärts gehen. Schritt weg von ein Schritt rückwärts. So. Oh, danke fürs Bescheid geben. Okay. Übernehmen. Okay. Event bearbeiten. Ja, ich meine, vielleicht ist es ja auch taubstumm. Verfolger 1. Übernehmen. Verfolger 1 macht eine Drehung nach unten, wartet kurz 45 Frames, geht dann ein. Okay, Moment. 1, 2, 3. Eins, zwei, drei, dreht sich nach links. Okay. Ich habe heute ein weiteres Gebiet bei Assassin's Creed Odyssey fertig gemacht. Ich bin immer stolz. Ah, schön. Ist doch schön zu hören. So. Allerdings unbeweglich. Erstmal. Und dann soll er. Oh, dann wird's hässlich. Das wird richtig hässlich, das zu jetzt. Ja, was heißt zu programmieren? Einzustellen halt, ne? Weil ich will erstmal testen. Vielleicht sollte ich drinnen speichern. So. Ich will ja, wie gesagt, hier so einen Lichtkegel haben. Während dieser Ort noch abgedunkelt ist, weil ansonsten sieht man das ja schon. Und das will ich halt vermeiden.
Oder ich muss den Map-Aufbau hier ein bisschen weiter in die Breite. Ein Glück, da ist jemand. Entschuldigen Sie. Genau. Dann soll nämlich das Event. Oh. Okay, jetzt habe ich halt bloß ein Problem. Weil ich nicht auf Ding gemacht habe. Okay. Okay, das war wirklich sehr witzig, hat der Boss sehr viel mit. Ja, wie gesagt, es war damals eine Demo, weil wir unterschiedliche Meinungen hatten, von wegen, wie eine Demo sein muss. Beziehungsweise wie ein Spiel sein muss. Für mich war es halt wichtig, ein Spiel muss nicht nur eine gute Geschichte erzählen. Sie muss mich, das Spiel muss mich unterhalten, so dass ich Spaß daran habe. Und ich denke mal, ich konnte mit die und vor allem wollte ich auch damit bezwecken, dass sie auch mal sieht, eine Demo soll mindestens eine Stunde lang gehen, damit man wirklich alles mal machen kann, von der Bewegungsabläufe, wie funktioniert dies und das etc. Weil heutzutage die Demos, vergiss es, entweder du hast eine Demo, wie zum Beispiel, wie hieß denn das Spiel von Chucklefish? Starmancer war es, glaube ich. Da habe ich mal reingeschaut. Es läuft ein Timer ab. Wenn der Timer abgelaufen ist. Nee, warte mal, das war doch bei Resident Evil Village. Du hattest einen Timer, glaube ich, laufen. Glaubt, von 30 Minuten ist der Timer abgelaufen. Hattest du keinen Zugriff mehr auf die Demo? Früher, zumindest damals noch in, als es noch mit Computerbild Spiele und so weiter, gab es zum Beispiel von einer Vollversion eine Demo, die ging mindestens eine Stunde lang, dass man sich in die Steuerung reinfuchsen konnte und so weiter. Dass man das so erleben konnte, okay, wie funktioniert das alles und so weiter, ist man so mit zufrieden, funktioniert das Ganze auch. Und das vermisse ich halt. Entweder es läuft ein Countdown, wonach man dann keinen Zugriff mehr auf die Demo hat. Oder aber, du hast eine Demo und es hat gerade mal höchstens 15 bis 20 Minuten Spielzeit, wo ich mir denke, wie soll man da gescheit eine Meinung einbilden können? Oder eine Meinung bilden können zu einer Demo? Ich bin mir echt unsicher, ob ich das weiter nach rechts verschieben soll. Auf jeden Fall, soweit so gut. Dann warten wir mal dazwischen. So, und jetzt wird es gleich richtig hässlich. Zumindest. Spieler. Geschwindigkeit ändern. Doppelt so schnell. Okay. Dann dasselbe nochmal. Allerdings für Verfolger 1. Okay. Übernehmen. Was war man? Ich kaufe immer nach Hause. Ich sehe mir nie spielen. Das ist zwar dumm, weil ich riskieren tue. Ja, Mokai, auf der einen Seite verstehe ich dich da vollkommen. Aber
Aber ich will wenigstens einen Teaser sehen, wie es aussieht. Zum Beispiel No Man's Sky. Das beste Beispiel. Ich war fasziniert von dem Spiel und dachte mir, boah, was die da anbieten. Mega. Hab's mir geholt und dann, Moment mal, das ist, war damals voll der Fehlkauf. Mittlerweile haben sie aus der Asche wirklich wieder Kohle gemacht. Also sprich, aus No Man's Sky haben sie wirklich was Tolles gemacht. Ich will wenigstens Trailer sehen. Klar, ich kann es bei manchen Spielen verstehen. Dafür gibt es ja zum Beispiel Early Access. Ich bin über Early Access auch schon über Spiele gestolpert, wie zum Beispiel Starbound. Die Early Access war mega, die Beta war zum Kotzen. Und jetzt das Hauptspiel, naja, hätte es nicht Performance-Probleme, wäre super, das Spiel. Auch wenn ich immer noch hinterher traue, was sie daraus gemacht haben. Weil früher musstest du für die jeweilige Rasse regelmäßig essen. Du musstest dich zum Teil nachts warm halten, weil es arschkalt wurde. Und du hattest Bosse, die du beschwören musstest. Und du hattest nicht hier Hindernisparcours, wie jetzt sag mal Tempel oder sonst irgendwas. Und am Ende hast du einen Boss gehabt. Und No Man's Sky, wie gesagt, die haben viel versprochen, haben es nicht eingehalten, weswegen es am Anfang eine ziemlich Absturz erlebt hatte, die dann aber dann wirklich nach und nach aufgebaut haben. Und toi, Teron, schönes Wochenende wünsche ich dir. Jetzt muss ich gerade mal was nachgucken. Uiuiui, ui, ui, das klingt mal wieder. So. Ansonsten will ich halt gucken, weil ich gehöre halt zu einer ganz alten Generation. Wenn es eine Demo gibt, will ich die testen. Weil das letzte Spiel, von dem ich gehypt war, war Darksiders 3. Ich habe Material gesehen, dachte mir, oh, da, ich freue mich schon wieder auf ein richtig geiles Hack and Slay. Bis ich das mir zur Release vorbestellt, also kurz vor Release habe ich es mir vorbestellt. Und ich habe mir nur gedacht, oh meine Scheiße. Hätte ich das bloß nicht vorbestellt. 60 Euro dafür ausgegeben. Und ich habe ein Dark Souls Souls-like-Game gehabt. Wo ich dann auch dachte, was soll der Scheiß? Darksiders war für mich ein schönes Hack'n'Slay. Oder Hack'n'Slash, wie man so schön sagt. So wie der erste Teil, der hat mir sehr gut gefallen. Unter anderem mochte ich auch das... Also man kann sagen, Darksiders 1 war zum Beispiel Zelda... Also The Legend of Zelda für Erwachsene. Brutalität. Du hattest verschiedene Gebiete gehabt. Verschiedene Dungeons will ich jetzt nicht sagen. Aber dann noch Bosse. Und du hattest Items bekommen. Wie zum Beispiel die Portalhandschuhe. Du hattest dann Schattenflügel bekommen. Oder irgendwas anderes. Oder irgendwie so ein Haken, um Sachen herzuziehen, etc. Halt eben das. Und Darksiders 3 hat halt eher Souls-like Richtung eingeschlagen. Und es war für mich so dermaßen ein negativer Kritikpunkt. Und... Ich war nicht glücklich mit dem Kauf. Ich habe es durchgespielt, auf alle Fälle. Aber ich war echt nicht glücklich mit dem Spiel. Und damals habe ich mir gesagt, okay, um sowas zu vermeiden, wenn ein Spiel rauskommt, will ich zumindest eine Demo erstmal spielen. Oder ich gucke und frage natürlich Freunde erstmal um Rat und schaue bei denen rein. Oder... Wenn ich bei Freunden bin,
spiele ich das mal selber, um zu sagen, okay, die Steuerung gefällt mir und so weiter. Und so war es damals bei Kingdom Come Deliverance. Das Spiel hat mich damals schon, ich glaube, wann war es? 2016, 2017? Haben sie schon so ein paar Sachen gezeigt, hat mich echt interessiert. Hab mir das mal so angeschaut. Und dann dachte ich, okay, ich schau mal rein. Hab dann eine Demo angespielt. Mehr möchte ich auch nicht ins Detail gehen. Und hab dann auf einmal festgestellt, es erzählt eine spannende Geschichte. Es ist interessant. Hat mir soweit Spaß gemacht. Und nach 20 Stunden habe ich gesagt, okay, das wird Pflichtkauf. Keine Ahnung, Tag ist blöd. Leute scheuchen mich zu viel rum. Zu viele rechtsextreme Parteien werben für meine Stimme. Oh, und mein Holzstumpf. Gute Besserung, Theron, und ganz viel Kraft, dass du das irgendwie durchstehst. Darksiders Genesis. Ich habe mal reingeschaut. Ich... keine Ahnung. Ich... So. Fragezeichen. Dann machen wir das. Punkt. Wieso war ich schon wieder gemutet? Verstehe ich nicht. Ja, Theron hasst mich. Ich weiß nicht warum. Ich kann nichts dafür. Ich habe meinen Teller leer gegessen. Ich habe gestern reichlich gegessen. Heute Morgen habe ich auch ebenfalls gut gefrühstückt. Vorhin habe ich noch schnell was gegessen. Du wolltest die Scheidung. Ja? Du hast doch gesagt, wir sollen uns scheiden lassen. Also.
Komm, nehmen wir das da. Fügen wieder eine Wartensequenz ein. Schüttel. Den. Nee. Quatsch. Lass dich vom Verfolger nicht erwischen. Lass dich vom Verfolger nicht erwischen. Fliehe zur Abstellkammer. Übernehmen. Dann warten wir wieder 120 Frames ab. Das wären 2 Sekunden. Einfügen. Schalterkontrolle. Gunstjagd 1 mache ich mal. Übernehmen. Okay. Wird angemacht. Neue Eventseite. Ist an. Wir können steuern. Neue Eventseite. Okay. Auf Spieler zu. Doppelt so schnell. Am häufigsten. Wenn der G-Animation durchgehend übernehmen. Wenn der dann einen erwischt, der Bildschirm soll ausgeblendet werden. Warten. Warten wir einfach mal eine Sekunde. Soundeffekt abspielen. Jetzt brauche ich echt einen widerlichen Sound. Wait, what? Okay. What? Das war nur ein Scherz, ich weiß gar nicht, wie ich ihn drüber leckt. Finger auf dem Markt. Was? Bei Scheidungsparteien kann man leider auf keine vertrauen. Das ist stimmt, was sie sagen. Ich habe sehr gute Kenntnisse in dem Gebiet und es ist klar, dass der eine auf dem Finger zeigt. Ach ja, schön. Okay, ich brauche jetzt. Klingt doch nach Distanz, oder? Nee, Terraform. Ah, fast. Ha, diesmal bin ich nicht. Okay. So. Aber. Oh, das Wichtigste habe ich vergessen. Sorry. It's not fair. I wanted to.
denke ja auch an andere. So. Es soll ein Schwung kommen und dann irgendwie so ein Step. Okay. Es muss so matschig klingen. Nein. Nein. Collapse. Nein, das... Nein. Ob Bite vielleicht passt? Okay, nee. What? Nein. Mal 20 Frames. So. Zwei Sekunden warten. Einfügen. Und dann zurück zum Titelbild. Ball wegen Game Over. Ich habe da halt leider kein Bild für Game Over drin. Was für ein ekliger Ton. Ich weiß nicht, wovon du redest. So, dann testen wir mal die Theorie. Klappt die auch? Ich habe vergessen zu speichern. Ja. So, nehmen wir mal die Lampe. Wie gesagt, ich muss mich nur noch schlau machen, wie genau ich das mit dem Lichtkegel mache. Weil ich werde dafür Bild brauchen, brauchen dafür ein allgemeines Event, etc. Ah, das wird hässlich. Fliehe. Lass dich vom Verfolger nicht erwischen, fliehe zur Abstellkammer. Okay. What? Okay, eigentlich müsste ich jetzt schon... What? Weil das ein Event ist. Deswegen. Der muss... Das ist ein verdammtes Event, deswegen. Weil ich muss nämlich so fliehen, ohne dass er mich in die Finger bekommt. Dann muss er mich hier weiter verfolgen. Da habe ich schon mal keinen Teleporter.
Meinst du, Moka, meinst du jetzt Theron oder meinst du mich? Okay, ich muss das Event nochmal bearbeiten. Ach, weil wegen durchgehend. Oder? Deswegen, ja. Berührung durch Spieler. Ja, also ich sag's mal so, Mokai. Mass Effect zum Beispiel, das alte, wohlbemerkt. Ich habe nur das alte damals. Ich habe es gespielt. Es ist mega interessant. Es ist nicht schlecht zu spielen, finde ich meiner Meinung nach. Bloß vergisst du zu speichern, wirst du das Spiel hassen. Das war damals bei mir der Fall. Hab gespielt. Hab 4 Stunden, 4 bis 6 Stunden Spielzeit intus gehabt. Hab vergessen zu speichern, weil es keine Schnellspeicherfunktion gibt. Bin gestorben und dachte mir, okay, wo muss ich wieder beginnen? Und ich habe das Kotzen bekommen. Als ich 4 Stunden nachholen durfte. So. Okay, Speisesaal. Hier, fertig Event erstellen. Teleport. Möchte in die Eingangshalle gebracht werden? Oh. Okay. Wobei halt. Das war doch so, ne? Ja. Eingangshalle hier, okay. So, bitte einmal bearbeiten. Open, was, die drei? Nein. Nein. Das war's. Close 3. Nein. Das war's. So. Nein, deswegen habe ich ja gefragt, meinst du jetzt mich oder Theron? Aber manchmal muss ich halt so die Augen zum. Ich vergesse immer zu speichern. Wow. Okay. So. Speichere jetzt erstmal. Ich muss doch gucken, dass ich irgendwie die Speicherfunktion ausmache, dass man nur an bestimmten Punkten speichern kann. Und ein Soundeffekt muss ich auch am besten, sagen wir mal, hier noch ein Soundeffekt reinknallen, weiter oben Soundeffekt, so dass es klingt, wie als ob jemand gerade jemand mit der Axt oder sonst irgendwas auf steppt. So, schauen wir mal. Klappt's jetzt?
Fliehe zur Abstellkammer. Jetzt aber. Ha! Ha! Ja, nee. Hä? Warum kann der da nicht durch? Ich kann's doch auch. Okay. Ja, der bleibt hier hängen. Warum? Ich mach das mal als durchgehend. Weil der soll mich verfolgen. Hier. Der soll hier gar nicht da drauf laufen können. Nein, nein, nein. Endloslabyrinthe mache ich keine. Teil Sets. Ich muss jetzt das mal gucken. In Räume. So. Okay. Nein, nein. Ich meine, das bei Salia, das war was anderes. Weil ich hatte da damals, als ihr Mentor und sie als Hexerin in den Ruinen waren, wollte ich eigentlich noch so ein Mini-Dungeon entwerfen, so ein Labyrinth will ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil, ich zeig mal ganz kurz was, Schlachterraum, oder Moment, das kann ich ja so hier mal zeigen, eine Ladebeispielkarte, wo haben wir's? Da habe ich mich nämlich einfach an einer fertigen Map bedient. Hier, Irrwald. Du kannst das nämlich... Okay, ich lade es mal. So, du startest hier. Hab hier aber so meine Durchgänge gemacht und hab hier dann zugemacht, was ein Fehler war. Weil... Ich zeig's mal kurz. Es gibt eine horizontale Wiederholung. Sprich, horizontal, klar... So wird's wiederholt. Bedeutet, du gehst hier entlang. Gehst, sag mal, hier. Und da wegen horizontale Wiederholung kommst du dann hier raus. Kannst dann hier nach da unten entlang gehen. Kommst dann hier raus. Kannst dann da nach oben gehen. Kannst hier dann wieder rein. Kommst dann aber hier raus. Das würde das Ganze einfacher machen. In Sachen... Ja, pff, Labyrinth. Aber ich werde eher Rätsel hier einbauen. So. Ich will aber gucken. Also, Berührung durch Spieler ist schon mal nicht schlecht, aber... Ich versuche jetzt mal mit Berührung durch Event. Halt. So. Okay. Mal sehen, ob es so klappt. Mit Berührung durch Event, wenn es den Spieler berührt, quasi. Weil ich werde auf alle Fälle eher hier dafür Rätsel einbauen. Ich muss halt auch Musikstücke noch finden, die dazu passen würden. Und vor allem, ich will ja den Bildschirm dunkel machen. Also dunkel lassen.
So wie wenn man in die Villa reinkommt und nur, dass so eine Art Lichtkegel hier. Gut, vielleicht ein bisschen mehr. Erhellt wird. Ich habe vorhin mal ein Tutorial dazu gesehen. Ich brauche dafür ein Bild, auf alle Fälle. Und ich brauche allgemein ein Event dafür. Ja, was heißt, ich musste mir halt was einfallen lassen. Mehr oder weniger. Und ich hatte da auch nicht so Ideen gehabt dafür. Halt so Anspielungen oder sonst was. So, jetzt bin ich gespannt. Erstmal die Maus weg. Wait. Ich schau mal grad, habe ich hier irgendwie. Nein. Klingt das vielleicht gut? Nein. Nein, auch nicht. Ich will gerade jetzt nur wegen Ding. Ah! So klappt's. Nochmal bitte. Oh, ist das toll. Jetzt muss ich aber nur einen Weg finden, den Verfolger mit auf die anderen Ebenen zu ziehen. Okay, Oren war gar nicht mal so schlecht. Ich brauche irgendwie was, wo wirklich richtig nach Verfolgung schreit. Ach, Lost Vegas war es gerade. Okay, gut zu wissen. Das wirklich förmlich danach schreit, flieh. Ich weiß nicht, ob. Nee, das ist zu lasch. Ich meine, richtig aufbauendes Tempo. Okay, Manhunter passt soweit. Hihi. So. Machen wir das einfach mal ganz kurz. Dann warte auf mich, indem ich etwas weiterkomme. Bin schon gespannt. Alles klar, Mokai. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß bei Assassin's Creed Odyssey. Und die Nacht, da höre ich noch ein schönes Wochenende. So, dann schauen wir mal. Ob es jetzt so klappt, wie ich es mir vorstelle. Lass dich nicht vom Verfolger erwischen. Fliehe zur Abstellkammer. Okay, die KI muss auf alle Fälle noch etwas schlauer gemacht werden. Der muss mich halt, wie gesagt, auf alle Fälle verfolgen. Und wenn er mich dann zu fassen kriegt, Game over.
Genau. Es ist auf alle Fälle ein Fortschritt. Ein guter Fortschritt, aber die Frage ist jetzt, ich habe die Idee, Verfolgungsjagd ist doch an. Ich kopiere die Eventseite. Event bearbeiten. Füge die hier hinzu. Vielleicht müsste ich auch das Mapping hier jetzt umgestalten. Sprich, etwas freizügiger, weil der Charakter bleibt immer sofort irgendwo hängen. Und ich will es ja nicht ganz so einfach machen, ne? So, dann gehe ich aber erstmal wieder zurück auf, was war's? Lost. Lost Vegas. Mitte. So. Ne, Schlachterraum. So. Und machen das mal so. Könnte passen. Ich speichere das mal jetzt ab. Dann bin ich gleich mal gespannt, ob das so wirklich so easy ist und so einfach klappt, wie ich es mir vorstelle. Wird bemerkt. Oh. Wie schnell genug reagiert. Ah. Genau. So.
Okay, auf ein neues Server jetzt. Vielleicht sollte ich da die Verzögerung rausnehmen. Gerade in dem Moment, wo es zurückgeht, dass er sich umdreht, sie bemerkt, die Treppen runtergeht und dann auf sie zugeht. Und los. Oh, schon halbwegs besser. Oh! Okay, aber warum geht der Kerl immer wieder ein Stück zurück? Ich muss da... wissen, warum. Auf Spieler zu. Event bearbeiten. Der kriegt noch eine Stepping-Animation, dass er nicht untätig ist. Im Speisesaal. Komm, da bin ich jetzt mal so kackendreist und mach das so. Oh, halt. Und so. Auf alle Fälle Event bearbeiten. Kopiere ich die Seite wieder. Eingangshalle. Kriegt eine neue Seite. Das ist jetzt die dritte Seite. Passt. Allerdings. Halt Berührung durch Event. Ich will nicht, dass er sofort mich schnappt. Ich müsste eine Variable einsetzen. Oder einen Countdown irgendwie reinbringen. Das wird jetzt echt nicht einfach. Dann da oben in die Abstellkammer rein. Ich teste das jetzt erstmal. Ich will gucken, ob ich ungeschoren in die Abstellkammer reinkomme. Weil nicht, dass ich quasi in die Abstellkammer rein will und während diesem Event werde ich angegriffen. Und dann Game Over. Oh, weil der hängt mir nämlich sofort an den Socken. Das meinte ich nämlich. Das Einzige, was ich machen kann.
Geschwindigkeit auf normal setzen, dass er etwas langsamer ist. Aber ob das hilft, weiß ich nicht. Dann hier in die Abstellkammer. Dann werde ich hier ein automatisches Event erstellen. Oh, das wird was. Was habe ich mir dabei nur gedacht? Zwar was Interessantes, klar, aber... nope. Nope. Furchtbar. So. Okay, dann testen wir das nochmal. Ob ich Glück habe, dass ich das auf normal gestellt habe, oder ob ich das Pech habe. Mit auf normal stellen. Ansonsten müsste ich gucken, wie ich das einstelle, dass eine gewisse Verzögerung da ist. Oder aber, ich müsste die Spieler, die Eventposition, mit dem Teleport um 1 weiter reinsetzen. Oder ich muss auch wieder das Mapping umändern. Weg da. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass die KI nicht gerade die klügste ist? Ist ja furchtbar. Weil ich kann drücken und es kommt kein Input. Also sprich von der Bewegung her. Wenn ich die zur Treppe. Ich frag mich, warum... Geht der... Warum geht der Charakter immer wieder bewegt? Warum bewegt er sich immer wieder zurück? Wenn ich häufiger mache, dann bleibt er immer wieder stehen. Und das will ich ja nicht. Ich will, dass er den Spieler jagt. Könnte am Mapping liegen. Okay, ich kann mal was testen. Ich glaube aber nicht, dass es so funktioniert. Einfügen. Timing. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Weil der berührt mich sofort und dann... Was ich nämlich brauche, ist eine Art Timer, dass ich wenigstens 2 Sekunden Maximum schinden kann, bevor die Jagd weitergeht. Und da hilft doch keine Variable. Da hilft doch kein Schalter. Auch kein Eigenschalter. Ich teste das jetzt mal mit häufig.
Und wenn ich schon bei häufig bin, teste ich auch das gleich mal hier. Aber der wird immer wieder stehen bleiben. Das ist nämlich das Problem. Und das will ich vermeiden. Ja. Das sieht so dermaßen scheiße aus. Habe ich schon erwähnt, dass es nicht leicht sein wird? Dann machen wir es halt jetzt so. Okay. Okay, übernehmen. Okay. Bei der Eingangshalle möchte ich eventuell... das sogar um 1 oder um 2 nach rechts verschieben. Das ist echt nicht einfach. Und ich kann nicht einfach hier Bewegungsding. Wobei doch halt, ist ja auch hier bei normal. Okay. Ja, bitte. Speichern. Notfalls müsste ich halt hier oben die Wand hier, die ich gerade anschaue, und die hier wegräumen. Damit dieser verdammte Kerl den Hand hinbekommt, ohne irgendwie... zu versammeln. Weil da bleibt schon wieder jetzt überall hängen, geht immer wieder zurück. Na.
Ach, jetzt, weil ich häufig und nicht häufiger gemacht habe. Okay, my bad. Am häufigsten. So. Spieler muss teleportiert werden. Gehe ich mal hier hin. Okay. Okay, übernehmen. Okay. Aber lief schon mal besser. Nur wie gesagt, ich muss mir echt was mit der Wand überlegen. Ob ich die nicht vielleicht hier durch eine Bank ersetze. Also durch das hier. Huch. So. Problem ist nur, dann sieht es hier so leer aus. Wobei ich das eigentlich mit einem Teppich verdecken könnte. So, mehr oder weniger. Mal gucken, ob es so klappt. Ich will, dass der Hand-Event schon richtig greift. Oh. Puh. Okay, das könnte klappen. Dann soll ein automatisches Event dafür sorgen, dass man sich hier versteckt. Oh. Ich habe hier keine Mauer, deswegen. Ups. Gut, dass ich das bemerkt habe. Ach du Scheibenkleister. Ich habe vergessen, hier die Mauer reinzusetzen. Leck mich doch am Keilriemen. Oh, ich dachte gerade schon. Nee. So wollte ich das nicht haben. Wobei ich könnte das so machen. Nein, kann ich nicht. Ach, dann halt so. Genau. Dann so, so, so und dahinter verstecken. Und dann kommt der Verfolger, guckt sich hier überall um, findet aber die Fluchtperson nicht und geht dann wieder raus.
Und dann ist das Verfolger-Event zu Ende. So habe ich es mir nämlich gedacht. Jetzt muss ich aber erstmal schauen, was ist das jetzt für ein Event? Bauen wir hier rein. Stapel mit Mehlsäcken. Dieses Event kann weg. Stimmt. Und ich wollte noch was mal testen. Wo ging das? Das hatte was mit Speichern zu tun. Das habe ich doch noch gestern gesehen. Dass ich den das Speichern an aus. Aha, da. Okay. So. Ich müsste halt jetzt ein neues Spiel starten. Wenn man mal hier die Startposition festlegt. So, mache ich mal kurz Pause. Achso. Bin ich schon wieder gemutet etwa oder? Nee, ich sehe da Balken. Okay, gut. So. Neues Spiel. Schon wieder gewonnen. Hier will ich dann fröhliche Musik einbauen. Genau. Dann kann ich jetzt hier bewegen. Nimm erstmal diesen mysteriösen Film. Da muss ich noch einen Sound einfügen, von wegen so, wie als ob da rumgegruschelt wird. Einlegen. Stimmt, das wollte ich jetzt auch mal testen. Okay. Dann die Lampe. Sehr schön. Stimmt. Kann ich... Sehr schön, ich kann nicht speichern. Das geht nur... Ha,
Haha, ich alter Sadist. Nur bei diesen Dingern hier. Allerdings, gut, scheint auch zu funktionieren. Soweit, so gut. Jetzt geht gleich Haunting Session los. Da will ich noch ein Safe einbauen, auf alle Fälle. Ich bin zwar... vieles, aber ich bin nicht so ein Sadist. Naja, immerhin, das funktioniert schon mal sehr gut. Und natürlich wie gesagt, will ich den Safe so dann da bei der Verfolgungsjagd einbauen, wenigstens, dass man diesen ganzen Weg nicht mehr laufen muss. Bin ja kein Sadist. Ja, okay, gelogen. Ich bin schon Sadist, aber nicht so ein Sadist. Macht Sinn. So. Go, go, go. Renn, Mädel, renn. Das muss noch irgendwie. Ich will wenigstens eine Sekunde Zeit haben. Maximal 2 Sekunden. Bevor der Verfolger kommt. Weil ich kann den Teleport nicht noch weiter wegsetzen. Das ist halt das Einzige. Weil ich habe ja den Punkt schon hier gesetzt. Und trotzdem kommt der Verfolger mal eben und packt die Person. Und step, 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 step. Wie könnte ich das hinbekommen? Das ist die Frage. Wie viel Uhr haben wir denn? Ach, gleich 17 Uhr sogar. Ich bin sogar am Überleben, ob man nicht das Spiel da... oder was das Spiel wechselt. Das ist ja nicht mal wirklich ein Spiel. Was man hier machen, ist ja soweit Game Dev. Ob ich hier nicht ein Spiel anwerfe. Dann wird auf alle Fälle geflohen. In die Eingangshalle. Dann hier hoch. Ja, genau, so habe ich das auch vor. So weit, so gut. Die Treppe. Da will ich ja noch irgendwann einen extra Raum machen, wo zu den Treppen hochführt. Na, es wird schon noch. Na gut, ich speichere das jetzt nochmal ab. Projekt schließen. Ich habe jetzt wie lange Game Dev mäßig was gemacht? 2 Stunden 15 Minuten, glaube ich. Ja, so ungefähr. Gut, dann machen wir das mal so. Schließen. Dann schauen wir mal, was hätte ich denn im Angebot, was wir spielen könnten?
Fallout 4 habe ich mal wieder begonnen. Problem ist, ich habe das schon wieder so gemoddet, dass es regelmäßig mal zu Ruckler kommen kann. Oder dass das Spiel abschmiert. Mal gucken. Naja, komm. Machen wir Project Zomboid weiter. Dann gebe ich das mal schnell ein. Na komm. Hallo? Das ist jetzt gerade echt unpassend. Weil irgendwie hat sich gerade Project Zomboid aufgehangen. Mal gucken, ob es jetzt klappt. Gerade wo ich Ding umändern wollte. Spieletitel, und so weiter. Ich kann nicht tappen. Geil, ich hab dann das Problem. Scheibenkleister. Weil ich will nämlich Spieletitel eigentlich umändern. Ich kann nicht tappen, weil ich kann gar nichts mehr machen. Ich müsste den Stream jetzt mal neu starten oder den PC neu starten. Weil sobald ich was anklicke, was zum Schreiben geht, wird alles voll mit E gemacht. Hallo? Der hat das jetzt so drin. Tja, ich werde kurz den Stream beenden dürfen. Werde kurz Stream neu starten. Ja, Stream neu starten, PC neu starten. Und dann sehen wir uns dann bei Project Zomboid. Bis gleich.